Okay, dann ich fange jetzt einfach mal an und wünsche natürlich allen viel Spaß bei diesem Vortrag. Wir werden jetzt starten mit so einer kleinen Einführung in die EJ-Wellentheorie. Jetzt ist meine erste Frage eigentlich immer in die Runde, wie viele sich mit dieser EJ-Wellentheorie oder überhaupt schon mal was über die EJ-Wellentheorie gehört haben. Mir ist auf jeden Fall bewusst, wenn ich auf der Invest war, 2019, 11, 12, 13, dann waren immer nur, es wurde nachher von Jahr zu Jahr zwar ein bisschen mehr, aber es waren immer nur 5 bis 10%. Dann habe ich mal einen Vortrag gehalten bei Institutionellen in Frankfurt mit Harry zusammen. Harry war dabei, Harald Weigand. Und da waren es komischerweise dann 90, 95%, die sich mit der EJ-Wellentheorie, also zumindest vertraut waren oder das schon mal gehört haben. Und das war also zwischen privaten Investor und institutionellen gravierender Unterschied, der mich selbst erschrocken hatte. Aber wahrscheinlich nur, weil das für mich normal ist und für einen normalen Anleger nicht. Deswegen möchte ich hier eine kurze Einführung in die EJ-Wellentheorie veranstalten und danach auch einen Ausblick auf DAX, DAU und Gold und Euro-US-Dollar nochmal geben. Auch dazu gerne Fragen, wenn da Fragen existieren. Und ich würde dann einfach anfangen. Genau, das ist hier. Wir werden jetzt sprechen über eine kleine Einleitung, woraus die EJ-Wellentheorie überhaupt abgeleitet wird, wie sie entstanden ist, die Impulsmusterbeschreibung, etwas, was heißt kompliziert, aber etwas Aufmerksamkeit ist erforderlich bei Trendphasen und Korrekturphasen und auch beim Basismuster mit den verschiedenen Wellengraden. Und ab 2.1, wenn wir dann die Impulsmuster besprechen, dann wird es eigentlich erst spannend, weil das ist dann tatsächlich die Praxis, die man dann auch, und richtig spannend dann eben mit den Praxischarts dann auch, die wir dann auch in realen Kursmustern sehen. Erstmal möchte ich nur anhand schematischer Darstellung erklären, wie die EJ-Wellentheorie überhaupt aufgebaut ist. So, Grundlagen und Funktionsweise des EJ-Wellenprinzips, was wir gerade schon gesagt haben. Die EJ-Wellentheorie, die basiert ja auf die Marktpsychologie der einzelnen Wellen, beziehungsweise auf die Marktpsychologie der Marktteilnehmer, die sich dann auf die Wellen ausbildet. Und zu Beginn des Webinars werden wir ergründen, wie sich die Marktpsychologie auf die einzelnen Wellen auswirkt und wie und in welcher Form sich die Wellen durch die Marktpsychologie entwickeln. Den Eindruck beispielsweise, dass Nachrichten aus dem Bereich Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft die Entwicklung an den Börsen bestimmen, vermittelt unsere logische Sichtweise. Also wir denken ja immer, dass die Kurse getrieben werden aus den Nachrichten. Dabei gibt es ja positive Nachrichten, negative Nachrichten. Manchmal wundert man sich dann, dass bei positiven Nachrichten der Kurs trotzdem fällt. Und manchmal steigt er bei positiven Nachrichten. Und das liegt also daran, in welcher Welle der jeweilige Basiswert sich gerade befindet. Das heißt, ist er in einer Welle 3 abwärts, befindet er sich in einer Trendphase oder in einer Korrekturphase, ist er anfällig für schlechte Nachrichten. Es gibt nämlich beispielsweise eine Welle 3 aufwärts, wo der Markt eben nicht anfällig ist für schlechte Nachrichten, dann steigt es einfach weiter. Da wundert man sich dann und fundamental werden die Journalisten sich dann immer irgendwas einfallen lassen. Es gibt dann immer Gründe, weil der Euro steigt, weil weil Gold fällt, deswegen steigt der DAX und so weiter. Es gab 2009 übrigens sämtliche Nachrichten, die man nachlesen kann, werden wir nachher noch besprechen, wenn wir das Währungspaar Euro-US-Dollar vornehmen. Sämtliche Nachrichten, die unbedingt dafür waren, dass der Euro nur steigen kann, wenn der DAX steigt. Komischerweise war 2009 mit unserer Crashansage im Euro-US-Dollar dann genau die Wende, dass eben der DAX weiter steigen konnte und auch stieg und der Euro-US-Dollar eben fiel. Tja, und dafür gab es dann auch wieder Nachrichten. Und vielleicht haben Sie selbst schon einmal nach dieser Sichtweise Börsengeschäfte getätigt und dabei die Erfahrung gemacht, hinterher. Nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten musste man dann feststellen, Verluste erlitten zu haben und man weiß in dem Moment noch gar nicht so wirklich warum. Die EJ-Wellenmethode zeigt, dass die Märkte sich musterförmig in den definierten Bahnen bewegen, also dass sich da immer vordefinierte Muster, immer wieder die gleichen Muster auch entstehen und in den Charts dann eben widerspiegeln. Und das passiert dann auf allen Tagesebenen, Quatsch, auf allen Zeitebenen, beispielsweise im Minuten-Tageschart oder selbst im Jahrhundertchart.
Und die Stimmung der Massen, die sich aus diesen Gefühlen wie Angst, Vorsicht, Hoffnung und Gier ergibt, reflektiert sich dann in den Mustern, zeigt sich in den Mustern wieder. Und dass diese Muster entstehen eben durch die Käufe und Verkäufe der Marktteilnehmer. Und grundsätzlich wird die Börse durch die Marktstimmung angetrieben und nicht andersherum. Das sollte man sich vielleicht nochmal zu Herzen nehmen. Von Chris immer noch nichts gehört. Also bitte irgendwie ein kleines Feedback. Nicht, dass ich hier, ich werde mal nochmal in meinem Skype gucken hier. Tja. Vielleicht rennt einfach irgendjemand zum Computer und tippt mir da eine Nachricht über Skype oder in das Fragen-Chat, falls die Verantwortlichen weg sein sollten. Nicht, dass ich hier mit meiner Wand monologiere. So. Also das Analyseverfahren. Die Eagert-Wellen-Analyse wird am sinnvollsten immer in verschiedenen Zeitebenen erstellt. Das werden wir gleich sehen. Und darauf ist zu achten eben, dass man diese unterschiedlichen Wellenebenen ausfindig macht oder dass man eben überhaupt sich auf eine Zeitebene einstimmt, sage ich mal. Also ich verwende grundsätzlich den 1, 3, 5 Minuten Chart und dann gehe ich aber auch relativ früh über in den Stunden- und 3-Stunden-Chart und Tageschart oder auch Wochen- und Monatschart dann. Aber für das kurzfristige Agieren ist dann ja der 1, 3 Minuten, 5 Minuten und Stundenchart relevant. Also vielleicht noch den 13-Minuten-Chart. Ich verwende dann lieber den 13er als den 15er, weil der nicht so von der Masse beobachtet wird und demzufolge vielleicht frühere oder andere Informationen, die richtiger sind, liefert. Aber da muss man sich selbst dann ein Bild machen oder welche Zeitebene einem dann liegt. Wichtig ist bei der Eagert-Wellen-Theorie eben, dass die Fraktale, wir werden es gleich sehen, im 1-Minuten-Chart anfangen und sich bis zum Monatschart weiterentwickeln. Und deswegen ist dass diese verschiedenen Zeitebenen verwendet werden, eben besonders wichtig. Und die Analyse der Märkte mithilfe der Eagert-Wellen ist den meisten Marktteilnehmern auch gut 60 Jahre nach dem Tod, wahrscheinlich sind das schon 70, wann ist Eagert? Weiß ich gar nicht genau. 34? Naja, das verkannten Genies Nilsson Eliot immer noch ein magisches Buch mit ungezählten Siegeln und es haftet ja auch etwas Esoterisches an dieser Methode, obwohl sie im Prinzip strengen Regeln folgt. Also es ist nicht irgendwie, dass man sagen kann, ich sehe das jetzt so, sondern, und das mache ich mal so mit, also wenn da irgendwie eine Mob-Marke, Make or Break, gebrochen wird, dann ist es ganz klar eine Regelverletzung und da kann man dann auch nichts Esoterisches hineininterpretieren, sondern das ist einfach ein ganz klar strukturiertes Regelwerk. Und Eliot entdeckte eben, dass diese Bewegung der Märkte allein durch das psychische Verhalten der Marktteilnehmer gegeben wird und war dann auch der Meinung, dass die Börse zu 100% aus der Psychologie besteht. Das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas verwunderlich, aber es ist so. Und nicht aus Fundamentaldaten. Es ist klar, dass fundamentale Daten sich dann irgendwann durchsetzen, aber die Sache ist einfach die, wenn ein Basiswert, Apple beispielsweise oder Cisco, Microsoft, wie auch immer, wenn der fundamental gut dasteht, dann entstehen natürlich positive Nachrichten und diese Nachrichten werden von den Marktteilnehmern aufgenommen und diese Psychologie, oh, jetzt muss ich die Aktie auch kaufen, das ist das ist diese Psychologie, die sich dann eben in den Mustern auch widerspiegelt. Und auf dieser Erkenntnis basiert der Handel und es entstehen auf jeder Zeitebene immer wiederkehrende Kursfraktale. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob der Ansatz etwas für Exoten ist oder ist das vielleicht sogar der große Vorteil. Also die meisten technischen Analysten umkurven ja die Eagert-Wellen und verwenden lieber ihre eigene Methode. Die Eagert-Wellentechnik ist eher eine Nische in der Charttechnik. Allerdings funktioniert diese Technik nachweislich seit über 100 Jahren. Und man kann
sich vorstellen, sage ich mal, dass diese komplexen Regeln abschrecken. Aber wenn man da einige Jahre oder was heißt Jahre, wenn man sich da überhaupt mal mit vertraut gemacht hat, dann ist es ein relativ einfaches Regelwerk. Und ich denke mal, durch die heutige Zeit, also damals waren das ja wirklich Jahre. Da hat es ja auch, wenn man überlegt, mal einen Aktienkauf, das musste per Telefon oder wie auch immer weitergegeben werden. Heutzutage ist es ein Mausklick. Also das Vermitteln der IJ-Wellentheorie ist ja dann schon relativ über Webinar, so wie wir es jetzt machen, oder auch über Blogs oder Chats oder Foren, relativ einfach und viel schneller als damals. Und damals hatte man wahrscheinlich auch nur einen Tagechart irgendwie verwendet, nicht unbedingt den Minutenchart. Und da haben sich ja auch die Muster viel langsamer entwickelt, an denen man das dann live beschreiben konnte. Wobei live schon fast sinnlos war. Und heutzutage hat man eben tatsächlich live den 1-Minuten-Chart vor sich und sieht sofort einen Impuls oder ein Dreieck oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, die IJ-Wellentechnik ist für mich deswegen so faszinierend, weil sie alle Systeme und alle Marktteilnehmer, alle Finanzinformationen und das daraus resultierende Kursverhalten beinhaltet. Die IJ-Wellentheorie spiegelt also den kompletten Markt wider. Darin sehe ich den entscheidenden Vorteil. Die IJ-Wellentechnik ist für mich persönlich, nachdem ich mich in die klassische Charttechnik, Dow-Theorie, Candlestick-Formation und alles, was es da so gibt, eingearbeitet hatte, das High-End aller mir bekannten Charttechniken. Ich könnte da noch ausführlicher darauf eingehen, aber das lasse ich mal jetzt, weil mir war es immer, also wenn ich jetzt eine Trendlinie zeichne, dann war mir aus klassischer Sicht der Bruch der Trendlinie zu spät zum Aussteigen, weil das auch psychologisch dann bedingt war, weil man möchte ja, also rein von der Psyche her, möchte man gern oben aussteigen und nicht erst, wenn eine Trendlinie bricht. Dann versucht man möglicherweise abzuwarten, bis eine Erholung stattgefunden hat oder sowas vielleicht. Und wenn die Erholung dann nicht kommt, dann steckt man schon in Schieflage eventuell. Also man muss auf jeden Fall auch oder zusätzlich bedenken, dass 95% der Marktteilnehmer tatsächlich Verlierer sind. Und es werden nur 5% der Marktteilnehmer finanziell erfolgreich agieren. Deswegen muss man alles daran setzen, zu den 5% der profitablen Marktteilnehmer zu gehören. Die Grundaussage lautet, je mehr Handelsvolumen, also von der IJ-Wellentheorie jetzt, je mehr Handelsvolumen in einem Basiswert enthalten ist, desto aussagekräftiger sind die IJ-Wellen. Sie funktionieren somit bei Commodities, volumenstarken Aktien und Indizes gleichermaßen gut. Und die Zusammensetzung von Indizes ändert sich fortlaufend, insbesondere in den letzten Jahren in einer erhöhten Frequenz sogar. Jetzt werden wir übergehen in die oder zu den Grundregeln. Eine Grundregel lautet, was hochgeht, geht auch wieder runter und umgekehrt. Eine Aufwärtsbewegung wird durch eine Abwärtsbewegung korrigiert und umgekehrt. Aus den beiden vorher beschriebenen Mustern, Impulsmustern und Korrekturmustern, entsteht das Basismuster. Eine fünfteilige Impulsbewegung, gefolgt von einer dreiteiligen Korrekturbewegung, schließt ein komplettes Basismuster ab. Vielleicht sieht man das hier. Hier sieht man einmal die 1, 2, 3, 4, 5. Eine neue 1 entsteht und dann die ABC2. Die Basismuster treten auf Minutenebene, was ich vorhin schon sagte, Stunden, Tages-, Wochen-, Monats- bis Jahresebene auf und sind immer die gleichen Muster. Aus einer psychologisch angetriebenen Marktbewegung resultiert nach dem Prinzip der IJ-Wellentechnik ein Muster, welches aus 8 Elementen besteht. Hier sehen wir das 1, 2, 3, 4, 5, das sind 5, und dann die A, B, C, das sind 3, 5 und 3 sind 8. Also immer wieder diese 8 Muster. Und diese 8 Elemente unterteilen sich in eine fünfteilige Aufwärtsbewegung und diese dreiteilige Abwärtsbewegung. Und die numerischen Elemente geben dabei die maßgeblich entscheidende Trendrichtung an. Sie werden als Antriebs- und oder Impulswelle bezeichnet. Die alphabetischen Elemente ABC zeigen die gegensätzliche sekundäre Korrekturwelle und dieses Fraktal entsteht in kurz- und langfristigen Zeiträumen sowie in Aufwärts- und Abwärtsbewegungen.
Die vorherrschende Form der Marktentwicklung wird durch drei ständig wiederkehrende Aspekte innerhalb der numerischen Fünfwellenformation bestimmt. Mithilfe der Wellentheorie lässt sich das Marktverhalten in zwei Grundmuster einteilen, in Impuls- und Korrekturmuster. Das Impulsmuster, auch Antriebsmuster genannt, kennzeichnet die bestimmende Kursbewegung. Und diese Impulsbewegung ist der Ursprung eines jeden Trends. Das hatten wir ja besprochen. Und hier sieht man das jetzt beispielsweise diese 1 wieder in den Wellen 1, 2, 3, 4, 5. Dann die ABC, nicht gekennzeichnet, aber wir haben es ja gerade gelernt. Danach die 1, 2, 3, 4, 5 wieder, die 3. Jetzt die 4, wieder eine Korrekturwelle, auch wieder als ABC, dreiwellig. Und die Impulsstruktur 1, 2, 3, 4, 5 als Welle 5. Ganz kurz. 1 ist maßgeblich die 3 und die 5. Die 1 ist immer fünfwellig. Die 2 ist immer eine Korrekturwelle. Die 3 ist wieder, einige sagen auch Hauptantriebswelle dazu. Die 4 ist wieder eine Korrekturwelle, damit wieder dreiwellig hier. Und die 5 wieder ein Impuls. Und jetzt kommen wir auf das praktisch zu sprechen, was ich zu Beginn des Webinars schon gesagt habe. Jetzt wird es vielleicht, also jetzt ist gerade ein bisschen Aufmerksamkeit erforderlich, sagen wir es mal so. Trend- und Korrekturphasen muss man natürlich unterscheiden können. Und da gibt es ja aus der klassischen Charttechnik auch Trendlinien, gleitende Durchschnitte und sämtliche andere Variationen, womit man einen Trend von einer Korrekturphase unterscheidet. Und sowas ist natürlich auch relativ einfach mit der EJ-Wellentheorie möglich. Entschuldigung. Trendphasen werden durch drei dominierende Wellen bestimmt. Die drei Wellen in Richtung des Trends sind Impulsbewegungen. Diese drei Wellen, 1, 3 und 5. Ich sage das deswegen oder wiederhole das auch deswegen, damit das bei Ihnen eingehämmert wird. 1, 3 und 5 nochmal abwärts. 1 wieder fünfwellig, 3 fünfwellig, 5 fünfwellig. Abwärtstrend, exakt das gleiche. Die 1, wenn die praktisch ihr Ende gefunden hat, dann geht es ja über in die Welle 2. Auch nach der 3 folgt die Korrekturwelle 4. Die Korrekturphasen werden durch zwei dem Trend gegenläufige Wellen begleitet. Diese zwei Wellen sind Korrekturbewegungen, die den übergeordneten Trend kurzzeitig unterbrechen. Sie sind also dem übergeordneten Trend untergeordnet. Die sind jetzt in dieser Grafik mal dick gezeichnet, weil dieser Text diese Korrektur bestimmt. Ja? Also das ist ein übergeordneter Trend hier aufwärts und das sind gegenläufige Korrekturen. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Retracement und solche Sachen ein, sondern einfach nur, dass diese Bewegungen eben dreiwellig sind. Darum geht es in diesem Fall nur. Und dass sie gegenläufig sind. Hier sehen wir das dreiwellige Korrekturbewegung. Es ist also nicht einfach wie bei der klassischen Charttechnik, sage ich mal, dass man einen Strich malt und alles, was über oder Trendlinie malt oder zeichnet. Und wenn die Linie gebrochen wird, dann ist irgendwas im Busch. Sondern man sieht hier eben vorher tatsächlich an den Bewegungen, wenn diese jetzt fünfwellig abwärts geht, muss man sich ja irgendwie Gedanken machen, dass unter Umständen diese Aufwärtstrendlinie, die hier irgendwo liegt, dann gebrochen werden könnte. Korrektur im Aufwärtstrend ist also hier nochmal wieder dargestellt. Hier sehen wir vorher den Trend, fünfwellig, Korrektur, dreiwellig. Dieses Korrekturmuster ist die begleitende Kursbewegung eines Impulses und beendet das vorgeschaltete, fertige, fünfwellige Kursmuster. Hier immer fünfwellig, dreiwellig, Korrektur. Zwei dieser Wellen, nämlich die Wellen A und C, weisen auf die übergeordnete Grundrichtung der Korrekturbewegung hin und die übergeordnete Korrekturrichtung wird durch eine gegenläufige Welle B unterbrochen. Die B ist wieder in Trendrichtung dann. Zwischengeschaltete Korrekturbewegungen unterliegen dem vorherrschenden Trend. Das Korrekturmuster ist dem Impulsmuster gleichberechtigt und orientiert sich zeitlich und preislich an dem vorausgegangenen Impulsmuster. Das heißt, ich gehe mal nicht auf den zeitlichen Aspekt ein, aber je nachdem, ob eine 2 oder eine Welle 4 ist, laufen die natürlich in andere Fibonacci-Relationen oder Retracements hinein.
Hier geht es also nur darum, vorherrschender Trend, und das ist die Korrektur im Aufwärtstrend. Vorherrschender Trend fünfwellig, Korrektur dreiwellig. Und die gegenläufigen, die dem übergeordneten Trend gegenläufigen Wellen sind A und C. Das würde jetzt zu weit gehen, aber ich sage es mal so, stellen Sie sich mal vor, hier ist der Tage im Tageschart eine 1 zu Ende, was wir gerade gelernt haben. 1, 2, 3, 4, 5. Sie erkennen jetzt beispielsweise im Chart, da ist eine 1 fertig. Dann würde man eine 2, also hier ist ja ein A, B, C, 2, nicht unbedingt shorten auf Tagesebene. Das heißt aber, man kann sich jetzt in niedrigere Zeitebene bewegen und dann dürfte man die 3 der A hier beispielsweise shorten, so gesehen, oder auch die gesamte C shorten. Ich kann am Anfang, wenn man mit der EJ-Wellentheorie so die ersten Übungs nur darum bitten oder die Empfehlung geben, dass man nur die Wellen 3, 5 und C tradet. Das ist definitiv entspannter. Und meistens wird man ja auch fürs Warten bezahlt und nicht unbedingt fürs hektische Agieren. Deswegen nochmal die Empfehlung, die Welle 3, die Welle 5 und die Welle C einer Korrektur. Das könnte man machen. Dazu ist aber, wie gesagt, vorher ein bisschen Übung erforderlich, aber diese Praxiserfahrung macht, kann man ja auch mit Paper Trades oder sonstigen Sachen erstmal machen. Gut, also das ist jetzt die Welle B und die läuft natürlich mit dem Trend. Mit dem eigentlichen vorherrschenden fünfwelligen Trend läuft die B. Ja, das ist das gesamte achtwellige Muster, welches wir vorhin schon gelernt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe ja gesagt, ab 2.1 wird es spannender. Jetzt sind wir bei den Trend- und Korrekturphasen in einem Korrekturmuster. Hier möchte ich nochmal drauf eingehen. Was ich gerade sagte, trade-technisch kann man die 3 der A traden oder die gesamte C traden. Und Trendphasen werden durch zwei dominierende Wellen bestimmt. Das sind eben, wie gesagt, die A oder die C. Und diese Welle 3 der A kann man traden und die gesamte C. Wobei hier auch vielleicht auch vorzugsweise die 3 der C. Und irgendwann, wenn man die 5 zählt, die 5 der C hier unten, dann muss man mal überlegen, ob man einen Teilgewinn zumindest sichert, Rest auf Einstand absichert. Oder eben auch alles verkauft im Tief. Macht ja auch Sinn, wenn das wirklich ein Tief, markantes Tief ist, dann kann man ja auch alles verkaufen. Wird von einer B unterbrochen. Das sind die Korrekturphasen innerhalb des Korrekturmusters. Also da muss man sich, es gibt dieses Simplified, diese Grafiken, die Sie sehen, da gibt es ja ein Simplified, welches ich mal aus unerklärlichen Gründen geschrieben habe. Und da kann man das eventuell alles nochmal nachlesen. EJ-Wellen Simplified nennt sich das. Und das kann man bei ruhiger Minute oder beim Kaffee mal sich dann ansehen. Weil es wirkt ja kompliziert, dass es eine Korrekturphase innerhalb des Korrekturmusters ist. Aber es ist ganz normal. Wir haben gesagt, hier war vorher ein fünfwelliger Aufwärtstrend oder ein Impuls. Dann sehen wir dieses Übergeordnete als Korrektur an. Und so gesehen ist dieser Strich, die B-Welle, die man sieht, nochmal eine Korrektur innerhalb einer Korrektur. Trade-technisch völlig uninteressant. Analytisch entsteht ja der DAX-Tagesfahrplan beispielsweise, den man auch über JFD buchen kann und wo 100%ig positives Feedback mich erreicht, täglich sogar, weil das ja auch von JFD gesponsert wird. Das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Der tägliche DAX-Fahrplan, der aus EJ-Wellentheorie, aus der EJ-Wellentheorie geboren wird, den werden wir auch gleich nochmal besprechen. Und dann wird es von Mal zu Mal spannender. Würde ich mal so behaupten. Korrekturphasen innerhalb des Korrekturmusters, natürlich wieder die B, auch wieder ein A, B, C. Und jetzt kommen wir dazu. Wir haben, also die EJ-Wellentheorie, die war ja in Deutschland gar nicht mal so bekannt, sondern wurde mit Gopmo Trader 2009, dann ja, wo wir den US Index Trader gegründet haben und das EJ-Wellenpaket, tatsächlich bekannter, weil Gopmo Trader ja sehr reichweitenstark ist
Und vorher waren die IJ-Wellen immer irgendwie in irgendwelchen Nischen so vorhanden. Und die meisten haben sowieso nicht geglaubt, was sie sehen. Das geht mir heute manchmal noch so, dass man nicht das glaubt, was man, dass man nicht immer das glaubt, was man da im Kurs sieht, weil es manchmal unvorstellbar ist. Aber wir haben auf jeden Fall 2009 sehr viele Begeisterte im US-Index-Trader und auch im EW-Paket Wafer dazu bekommen. Und aus dem Feedback heraus war das Schwierigste oder der Durchbruch, der entstand tatsächlich erst, als man diese unterschiedlichen oder diese verschiedenen Wellengrade zueinander verknüpfen konnte. Weil man sich am Anfang, also das war mir auch in dem Fall gar nicht so bewusst, weil ich bin irgendwie so in die Materie hineingewachsen und habe das dann durch IJ-Wellen-Seminare weitergegeben, auch so über ein Webinar, wie wir das jetzt beispielsweise machen. Dann haben viele das Simplified gelesen und dann entstanden natürlich Fragen. Und also wie gesagt, der entscheidende Durchbruch kam bei einigen Teilnehmern erst, dass sie sich den 5-Minuten-Chart, den Stunden-Chart, den Tageschart angesehen haben. Und erst dieser Zusammenhang, der ist vermutlich jetzt nicht so einfach, gleich zu wissen, warte mal, ich sehe jetzt im 5-Minuten-Chart einen schönen Aufwärtsimpuls, aber was sagt der mir denn jetzt im Tageschart? Und diesen Zusammenhang, da muss man sich vielleicht mal 3 Charts nebeneinander, 5 Minuten, Stundenchart, Tageschart, so, und das werden wir auch gleich gemeinsam mal machen, bildlich darstellen und dann einfach diesen Zusammenhang mal erkennen. Wir werden das hier nochmal an diesen schematischen Darstellungen nochmal kurz besprechen. Ich könnte das jetzt vorlesen, ich will jetzt mal ganz schnell vorlesen. Also jedes Basismuster ist ein Teilelement eines anderen Basismusters in verschiedenen Zeitebenen. Ein Basismuster lässt sich vom mikroskopisch kleinen beziehungsweise Minute, Stunde, Tag, Woche, Jahr und höher zusammenfassen. Die wichtigste Erkenntnis der IJ-Wellentheorie ist das Verständnis für die verschiedenen Zeitebenen. Entscheidend ist, dass das übergeordnete Basismuster nicht nur eine Vergrößerung, sondern exakt die gleiche Formation, nur einen Wellengrad höher ist. Und diese Wellen und Unterwellen besitzen eine Selbstähnlichkeit, wie die jeweils größere Welle, zu der sie gehören. Das Verstehen dieser Tatsache bietet die Hauptgrundlage zum Verständnis der IJ-Wellentheorie. In der Summe sagt dieses aus, dass sowohl die IJ-Wellenmuster als auch das IJ-Wellenregelwerk in immer gleicher Form auftreten und in immer gleicher Weise auf jeder Zeitebene angewendet werden können. In der Abbildung wird noch einmal veranschaulicht, wie wichtig das Verständnis für die Unterwellen ist, welches im Folgenden detailliert beschrieben wird. Ich lese das jetzt einfach mal nicht weiter vor. Das kann man sich gerne im Simplified dann zu Gemüte ziehen. Aber werde das hier an dem Bild nochmal erklären. Also hier unten links vielleicht mal die Augen drauf richten. Hier sieht man eine 1. Ich rede mal ein bisschen langsamer, weil ich nicht weiß, wie schnell das hier übertragen wird, aber ich vermute von wenigen Sekunden. Naja, ist auch egal. 1, dann die 2, logischerweise folgt die 3, dann die 4, die 5 und wir wissen, ein Wellengrad höher entsteht jetzt ja wieder eine 1. Zack. Jetzt wissen wir auch schon, dass diese Abwärtsbewegung, die sich hier jetzt darstellen sollte, dürfte ein A, B, C werden. Ein A, ein B und ein C. Und das Ganze, haben wir alles gelernt jetzt heute schon, ist dann wieder eine 2. Ich mache es jetzt etwas schneller. Eine 1, 2, 3, 4, 5 ist dann wiederum die 3. Eine A, B, C ist wieder die 4. Und als abschließendes Impulsmuster ist dann die 1, 2, 3, 4, 5 die 1. Oder beziehungsweise erstmal die 5, diese 1. Wieder eine neue 1. Jetzt ist es logisch, dass wir wieder eine A, eine B, eine C zählen. Hier ist die A, hier ist die B, da ist die C. Und das Ganze ist wieder eine 2. Exakt so, wie wir das hier unten ein Wellengrad tiefer schon zur Kenntnis genommen haben. Diese Regeln zu dem, jetzt wird es langsam spannender, also diese Regeln zu dem Impulsmuster
Die lese ich jetzt nicht vor, weil wir jeden einzelnen Punkt jetzt nochmal besprechen. Und dazu gibt es natürlich, es gibt richtige Regeln und es gibt auch Richtlinien, die hier nochmal dargestellt sind. Und die werde ich jetzt auch nicht hier jetzt vorlesen, sondern wir haben zu jedem Punkt hier eine Grafik und ich möchte das gerne an der Grafik, weil es ein bisschen praxisnäher ist, erklären. Und deswegen fangen wir, was hatten wir gehabt überhaupt? 13 Regeln? 11. Deswegen fangen wir hier mit Regel 1 mal an, von den 13, und diese sind enorm wichtig. Egal welchen Chart man sich nimmt, 1-Minuten-Chart vom DAX oder 5 oder 60er oder Goldchart oder Tageschart von irgendeinem Basiswert, es müssen diese 11 Regeln zwingend beachtet werden. Wir haben im Blog dann auch, und das ist ja gerade das Gute auch, im Blog tauschen wir uns natürlich täglich. Jeder versucht mal einen Count zu präsentieren. Und da tauschen wir uns natürlich täglich aus. Das ist ja heutzutage kein Problem. Ein Bild erstellen, eine 1, 2, 3, 4, 5 ranmalen. Das haben wir im Kindergarten schon fast gelernt. Und dann dieses Bild kurz hochladen, in den Blog stellen, ist der Count so richtig oder was ist falsch? Daraus lernt man es ja erst. Ich werde jetzt oder wir werden jetzt gemeinsam die 11 Regeln besprechen, die auf keinen Fall gebrochen werden dürfen oder verletzt werden dürfen. Wir haben also festgestellt, vorhin ja auch schon oder während der Veranstaltung hier, dass eine Impulsbewegung immer aus 5 Wellen besteht. 1, 2, 3, 4, 5. Deswegen möchte ich diese 11 Regeln möglichst forciert und klar und deutlich auch darstellen, weil es ist gar nicht so kompliziert. Regel 1, eine Impulswelle besteht aus 5 Wellen. 1, 2, 3, 4, 5. Das war's schon. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist alles. Regel 1. Wenn Sie also irgendwo ein dreiwelliges Muster sehen, dann ist das kein Impuls. Zweitens, die Welle 1 muss ein Impuls oder ein Leading Diagonal Triangle sein. LDT. Hier ist es in dem Beispiel ein ganz normaler Impuls auf die Sonderformation und deren Unterwellen, gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Es ist hier aber ganz kurz nur so dargestellt. Ein Leading. Das müsste, da sind, und das wird jetzt auch schon vielleicht zu kompliziert, weil ich hier keine kleineren Zeitebenen darstelle, weil es einfach nur so schematisch jetzt dargestellt ist. Aber hier sind ganz besondere innere Strukturformationen erforderlich, dass es ein sehr seltenes LDT sein kann. Wenn man das gar nicht kennt und sich darauf verlässt, dass ein Impuls immer so aussieht, dann hat man alles richtig gemacht in den ersten 3 Jahren, wo man die EJ-Wellentheorie erfolgreich einsetzt. Wenn man nur so einen Impuls abwartet und dieses seltene Muster ignoriert. Ich muss es aber als Regel 2 erwähnen, weil es gibt es. So. Regel 3. Die Welle 2 muss ein korrektives Muster aufweisen, außer einem Dreieck. Auch sehr logisch. Das haben wir vorhin auch schon gelernt. Das ist die dritte Regel. Ein dreiwelliges Muster muss diese 2 enthalten, aber niemals ein Dreieck. Ist ganz wichtig, weil wie soll man sonst beispielsweise eine Welle 2 von einer 4 unterscheiden? Weil eine 4 darf ja nachher ein Dreieck werden. Wie gesagt, ich möchte das aber hier nicht zu kompliziert machen. Einfach nur, Welle 2 muss ein korrektives Muster aufweisen, außer einem Dreieck. Es darf kein Dreieck sein. Sehen Sie irgendwo ein Dreieck? Vielleicht sind ja einige Charttechniker unter uns. Sieht man irgendwo ein Dreieck aus klassischer Sicht? Dann ist das höchstwahrscheinlich, wenn es ja wirklich ein Dreieck ist, keine 2. Regel 4. Die Welle 2 darf nicht mehr als 99% der Welle 1 korrigieren oder einige sagen dann auch retracen. Das heißt, die Welle 2 darf nicht den Ursprung der Welle 1 berühren. Hier fängt die Welle 1 ja an, dann geht es in unserer bekannten 1, 2, 3, 4, 5 noch aufwärts und diese 1 ist dann fertig und abgeschlossen. Sie wird korrigiert durch die ABC der 2, so wie wir das jetzt schon mehrmals gehört haben. Und diese zwei hier unten, darf auf gar keinen Fall unter den Ursprung der 0 gehen. Regel 4. Ansonsten ist es sofort ein Regelbruch, Regelverletzung
und es ist definitiv dann keine 2. Und manchmal ist es sogar ja auch wichtig, also erstmal überhaupt eine Mob-Marke zu haben, damit man überhaupt einen Stopp bei seinem Broker, vorzugsweise JFD, eingeben kann. Und damit man mit dem nächsten Hinweis auch gleich Erkenntnis aus dem Chart bekommt, dass es sich in diesem Fall um irgendetwas anderes handelt und nicht um eine 2. Fünfte Regel, die Welle 3 muss ein Impuls sein. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist sehr simpel. Es gibt es gibt verschiedene Bücher, wo das anders dargestellt ist. Ich kann Ihnen zu 100% versichern, dass das falsch ist. 3 muss immer fünffällig sein und immer ein Impuls sein, ein normaler Impuls sein und darf keine abgewandelte Form von irgendwas sein. Das ist in vielen Büchern oder einigen Büchern falsch dargestellt. Das kann so nicht funktionieren. Wenn diese 3 auch was anderes werden dürfte, dann könnte man im Prinzip alles auf diesem Planeten irgendwie wellentechnisch hinzählen. Und das funktioniert definitiv nicht. So, ich muss es so ausdrücklich sagen, weil man liest das eventuell mal irgendwo anders. Es ist nicht so. Regel 6. Die Welle 3 darf nie die kürzeste Welle sein im Vergleich zur Welle 1 und 5. Diese Welle 3, so wie es hier dargestellt ist, ist nicht erlaubt. Die 1 ist lang, beziehungsweise länger als die 3. Und die 5 ist lang, beziehungsweise länger als die 3. Sollte man aus unerklärlichen Gründen mal oder in den seltensten Fällen, sagen wir es mal so, feststellen, dass diese 3 kürzer ist als die 1, weil man das einfach so analysiert hat, dann ergibt das einen gravierenden Vorteil für die Welle 5. Der eine oder andere wird sich das jetzt schon denken können. Wenn die 1 diese Länge besitzt und die 3 im unglücklichsten Fall oder im seltensten Fall kürzer ist als die 1, dann hätte man auf der Oberseite ein Maximalziel, so gesagt. Ich bin überhaupt kein Freund davon, Maximalziel, überhaupt das Wort dürfte in meinem Wortschatz gar nicht enthalten sein, aber man würde zumindest mal sagen können, dass die 5 nicht länger werden darf als die 3, weil die 3 schon kleiner ist als die 1. Ich will das aber nicht zu kompliziert machen. Wenn man diese Muster irgendwann mal erkennt, dann weiß man zumindest, okay, aus wellentechnischer Sicht, auch wenn ich gar nicht investiert bin oder trade gerade, ich versuche nur den Wert zu analysieren und mir einen Einstieg zu suchen vielleicht. Und dann weiß ich genau, okay, das ist die 3, die sieht aber sehr kurz aus, dann dürfte die 5 ja nur bis da gehen. Geht's drüber, weiß man, dass das keine 3 war. Ich wiederhole es nochmal, diese 11 Regeln sind enorm wichtig, sie sind sehr einfach. Und sie müssen unbedingt berücksichtigt werden, weil man daraus nach dem Ausschlusskriterium sofort sagen kann, aha, das ist also keine Welle 3 oder das ist keine 2. Es ist, wie gesagt, enorm wichtig. Regel 7. Die Welle 3 muss aus preislicher Sicht länger als die Welle 2 werden oder sein. Ist ja auch logisch, wenn sie kürzer ist als diese 2. Die Welle 2 hier, die startet ja, mit dem Ende der 1 startet die 2. Also muss die 3 zwangsläufig ja über den Hochpunkt der Welle 1 oder das Ende der Welle 1 gehen, weil sonst wäre sie ja kürzer als die 2. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe so einen Count auch schon mal gesehen, 1, 2, dann war hier der 3, dann eine 4 und dann kam eine lange 5. Also hier nochmal 1, 2. Wenn hier jetzt die 3 wäre, dann wäre sie schon kürzer als die 1. Und hier eine 4 und dann eine lange 5, dann haben wir erstmal die verletzt, haben wir Regel 6 und Regel 7 gleich mit verletzt, weil die 3 die kürzeste ist und weil die 3 kleiner ist als die 2. Also sie muss über den Hochpunkt der 1 mindestens gehen. Ich kann auch gerne nochmal zurückmachen. Hier, diese 3, so kurz wie sie auch sein mag, muss über den Hochpunkt der 1 gehen und damit länger werden als die 2. Nochmal. Die Welle 3 muss aus preislicher Sicht länger als die 2 sein. Relativ einfach.
Regel 8. Die Welle 4 muss ein korrektives Muster enthalten. Haben wir auch schon heute jetzt ein paar Mal gehört. Die 2 ist korrektiv und die 4. Der Unterschied von der Welle 4 zur Welle 2 ist, dass die Welle 4 tatsächlich ein Dreieck werden darf. Wenn man am Anfang Probleme hat oder Schwierigkeiten hat, die Muster, jetzt habe ich einen DAX-Chart vor mir liegen, jetzt möchte ich mal das Gelernte anwenden, dann ist es manchmal oder gerade am Anfang auch einfach, da sehe ich ja ein Dreieck, da male ich einfach mal eine 4 ran, ohne dass ich irgendwas anderes vorher hier irgendwo eruiert habe, eine 1, eine 2 oder irgendwas anderes. Ich sehe hier ein Dreieck, da male ich mal eine 4 ran. Danach kam ein Aufwärtsimpuls, da mache ich mal eine 5. Jetzt suche ich mir dazu eine passende 1, 2. Und wo die enden darf, ergibt sich auch noch innerhalb der, oder wo die 4 dann enden darf, ergibt sich auch noch innerhalb der 11 Regeln. Und damit sind wir bei Regel 9. Die Welle 4 darf den Preiskorridor der Welle 1 nicht überschreiten. Gerade gelesen haben ich oder gelernt haben. Ich sage ja gerade, wenn man ein Dreieck sieht, das ist ja häufiger mal zu erkennen oder auch so eine bullische Flagge oder sonstiges, dann kann man da mal einfach nur eine 4 reinmalen, mit dem nächsten hoch eine 5, prüft noch ganz kurz, ob die Welle 5 fällig ist und guckt sich dann an, wo die 1 ist. Und jetzt ist dieser wichtige Punkt Nummer 9, Regel 9 eben, dass man sich den Hochpunkt der 1 aussucht und dass Regel 9 es verbietet, dass die Welle 4 den Preiskorridor der Welle 1 überschreitet. Also den Hochpunkt der 1 darf der Tiefpunkt der 4 nicht berühren. Beziehungsweise der Tiefpunkt der 4 darf den Hochpunkt der 1 nicht berühren. Eigentlich egal. Hier ist also so auch richtig ersichtlich, auf diese innere Struktur. Ich erwähne es jetzt einfach mal ganz kurz. Man kann mal 10 Sekunden weghören. Also diese 1, die 3 und die 5, die müssen beim LDT, wenn die 4 die 1 überschneidet, müssen die definitiv fünffällig sein. Die 1 ist fünffällig, die 3 ist fünffällig und die 5 ist fünffällig. Es gibt eine andere Formatierungs- oder eine andere Impulsstruktur, wo das dreiwellig ist. Und dann ist es niemals eine 1. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber in diesem Fall jetzt noch nicht ganz so relevant. Sie sehen aber, diese 1, die 3 und die 5 müssen dann fünffällig sein. Die sind normalerweise, vielleicht, wie gesagt, wenn klassische Charttechniker unter uns sind, dann werden Sie so ein Muster sehr selten sehen, weil so ein bärischer Keil wird mit 99,9%iger Sicherheit meistens nur dreiwellig dargestellt. Deswegen ist diese Struktur, selbst wenn man sie nicht kennt, nicht wichtig. Weil es so selten ist, dann verliert man vielleicht, wenn man das übersehen haben sollte, ein Trade von 10. Das kann passieren. Das kommt vor. Und vielleicht ist man irgendwann ja auch so geübt, dass man selbst diese Muster erkennt. So, die Welle 4 darf den Preiskorridor der Welle 1 nicht überschreiten. Hatten wir ja hier als Regel 9. Die Regel 10, die Welle 5 muss ein Impuls oder ein Ending-Diagonal-Triangle sein. Ending-Diagonal-Triangle möchte ich jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, außer vielleicht, das ist ein normaler Impuls, außer vielleicht, dass die 4 die 1 auch wieder schneidet, aber diese Muster im Gegensatz zu dem LDT, was wir gerade gesehen haben, dramatisch anders sind. Die sind nämlich ABC 1, ABC 2, ABC 3. Gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wer da Interesse hat, liest sich einfach das Simplified durch oder fragt im Blog oder sonst wo. Da werden die Fragen ja sofort auch beantwortet. Die versagende Welle 5 muss aus preislicher Sicht mindestens 70% der Welle 4 betragen. Wenn man also so eine Impulsstruktur sieht, eine 1, 2, dann die 3 und die Korrektur 4, dann ist wichtig, dass diese 5 mindestens 70% der Welle 4 beträgt. Die Welle 4 startet ja vom Ende der 3, hier, ABC, 4, und dann muss die Welle 5, damit sie überhaupt als versagend gilt. Sie versagt ja, weil sie den Hochpunkt der 3 nicht überschreitet. Das ist einer der auch extrem seltensten Fälle,
Aber wenn man es erkennt und wenn diese Bedingung 70%, nicht irgendwie 61,8, da gibt es also kein Pardon, sondern es müssen die 70% retraced werden oder erreicht werden. Retraced darf man eigentlich nicht sagen, weil eine 5 retraced ja nichts. Es müssen die 70% erreicht werden, um eine versagende 5 überhaupt anzunehmen. Wenn man sowas erkennt, eine versagende 5, ist es natürlich ein sehr schwaches Zeichen der Bullen und dann bietet es sich natürlich an zu shorten. Aber wie gesagt, das ist relativ selten. Besser ist oder logischer wäre, dass die 5 über den Hochpunkt der 3 hinausgeht. Ich würde bei Impulsausdehnung und Wellenextension jetzt mal das die Kapitel Eagert-Wellentheorie Einführung beenden.